Hallo, liebe Dampferfreunde. Heute mischen wir mal Liquid mit Nikotin an. Und zwar ist das Ganze jetzt über diese Nikotin-Shots, also ist schon seit längerem so, aber über diese ganzen Nikotin-Shots hier mit 20 Milligramm pro 1 Milliliter zum Beispiel. Gibt es auch mit 18, aber ich hole meist die 20er. Lohnt sich einfach mehr für den Preis. Und ja, das wird über diese ganze Sache gelöst. Es darf ja nur noch in einem Liquid, in einer Liquid-Flasche, darf ja nur noch, sagen wir mal, wie wir hier auch sehen, 10 Milliliter. Es darf, wenn es 11 Milliliter sind mit Nikotin, darf es nicht verkauft werden. Es darf maximal 10 Milliliter sein, egal, also egal wie stark der Nikotingehalt ist. Und das ist ja diese Problematik an der TPD2. Und glaube, 20 Milligramm darf es auch nicht überschreiten. Ist ein ganzes gutes Hin und Her, haben sich viele drüber aufgeregt. So, mich regt es auch auf, weil es halt ein Arbeitsschritt mehr ist. Aber gut, den zeige ich euch. Wir haben also den Nikotinshot. Wir haben meine Nullerbase. Wir haben jetzt, wie gesagt, hier einen 50-50 Nikotin-Shot. Wir haben hier die Nullerbase. Dann haben wir hier die Flasche. Ne? Das, also aus daraus ist die Nullerbase auch eine 50-50. Dann haben wir mein Aroma. Ich mache jetzt Capella Energy Drink. Und die Spritzen. Genau, mehr brauchen wir gar nicht. Ein Zehrer hätten wir jetzt auch noch nötig gehabt. Das hole ich schnell, Freunde. So, also das wichtigste Hilfsmittel ist natürlich ein Zewa. Drunter macht sich einfach ein bisschen besser. Genau. Dann gibt es jetzt die Frage, wie rechnet man das Ganze? Es gibt im Internet zum Beispiel direkt ausgerechnet auf 100 Milliliter, wenn man jetzt mit 3, 6, 12 oder 1,5 oder wie viel anmischen will, wie man auch immer. Gibt es auch Listen im Internet, wo man 100 anmischt oder wie man 1000 anmischt. Ich packe euch einfach mal so einen Link in die Beschreibung. Aber es gibt auch Rechner, die rechnen das direkt aus. So, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich mag den Nikotingehalt 2,4 oder so, zum Beispiel kann man das in den Rechner eingeben oder sagen wir mal 2 Milligramm. Dann gibt man das in den Rechner ein und der rechnet das dann für einen aus. Und so einen Rechner habe ich hier jetzt zum Beispiel. Und zwar ist dieser einfach, das soll jetzt keine Werbung für den Hersteller sein. Das ist jetzt der von Vampire Vape, mit dem mache ich das halt immer, mit dem geht es am einfachsten. Dann geben wir oben unsere Liquid-Menge ein, was wir haben wollen. Das ist eine 30 Milliliter Flasche. Also gebe ich 30 oben ein, habt ihr jetzt eine 50er, gebt ihr um 50 ein, habt ihr eine 100er, gebt ihr um 100 ein. Ihr wisst, was ich meine. Dann will ich mein Aroma mit 8% anmischen. Ist ungefähr. Kann man machen bei dem Capella Energy Drink, also 8% Aroma soll rein. Nikotinstärke von der Base, also von dem Shot, sind 20 Milligramm. Also das, was dort drauf steht, diese 20. Unter der 50-50 steht ja diese 20 Milligramm. Das trägt man dann da auch ein. Dann gibt man Nikotinstärke gewünscht. Ich will 3 Milligramm haben, also gebe ich 3 ein. Dann gehe ich auf Berechnen. Wenn ich dann auf Berechnen gegangen bin, zeigt er mir unten an, ich muss von dem Nikotinshot, das obere, muss ich 4,5 reingeben. Von der VG-Base ohne Nikotin muss ich 23,1 eingeben. Und von dem Aroma dann noch 2,4. So würde das Ganze halt laufen. Genau. Also das war der Rechner, den ich packe ich euch auch einfach mal in die Beschreibung so. Das ist so, mit dem ich immer fahre und der macht sich einfach am besten. Jetzt werden auch viele Leute sagen, warum machst du das denn nicht direkt alles in den Becher und kippst das dann da rein? Ich sag mal, ich mache das lieber direkt in die Flasche und schüttel die dann. Dann habe ich eigentlich fast ein besseres Ergebnis. Jetzt fliegt mir auch noch die Spritze durch die Gegend. Macht sich irgendwie ein bisschen besser. Also 4,5 Milliliter aus dem Nikotinshot brauchen wir jetzt. Den ziehen wir uns erstmal raus. Ziehen wir erstmal da 3. Es dauert immer seine Zeit. Hier ist ja auch eigentlich nur Base drin, die mit Liquid getränkt ist. Beziehungsweise Base, die mit Liquid getränkt ist. Was erzähle ich da? Eigentlich ist hier groß nur die Base drin, sage ich mal, die vorher in großen Flaschen verkauft war. Ich sag mal, für die Hersteller macht es eigentlich, ja, die machen halt ein Plus an Geld, sage ich mal. Weil die können ja einfach die alten Flaschen, die sie jetzt im Lager haben, die könnten sie einfach wieder in das Gerät schütten und das kippt das halt oder die funktionieren das Gerät um und das macht das dann in 10er-Dingern. Wisst ihr, wie ich meine? Also finde ich jetzt nicht ganz so, ja, das, im Endeffekt hat der Hersteller davon mehr anstatt der Endverbraucher, sag ich mal. Genau, dann gehen wir das hier erstmal rein, 3 und dann nehmen wir noch 1,5. Also ich sehe das wirklich sehr, sehr kritisch, dieses. Also, das haben sie ein bisschen übertrieben gemacht. So, dann hätten sie gesagt, okay, die großen Flaschen dürfen noch mal bis maximal 20 Milliliter verkauft werden. Bis 20 Milligramm. Was wäre denn daran so schlimm gewesen? Also, du darfst große Flaschen bis maximal 20 Milligramm kaufen und nicht so wie bis 36. Aber gut, sei es drum. So, jetzt haben wir den Nikotinshot schon mal drin. Genau. Dann nehmen wir uns die Base, davon brauchen wir 23,1. Na, ich wollte ja 8% anmischen, da brauchen wir erstmal 23,1. Ziehe ich mal hier der großen Spritze raus. 23,1, ich ziehe einfach 23, das passt auch. Ich habe keine Kommastellen auf meiner Spritze.
Genau, das sind ca. 23. Wie ihr seht, da oben ist die 24, also ist denn das die 23? Noch ein weiter. Noch ein weiter. Das kann ich selber nicht mehr lesen. Ja, wenn man so schräg an der Kamera vorbeiguckt, macht sich das ein bisschen blöd. So, jetzt haben wir aber 23. Genau, da oben würde die 24 stehen, aber das kann man nicht mehr ganz genau lesen. Man weiß aber noch, dass der 24 steht. So, dann haben wir hier 23 Milliliter. Die gehen wir jetzt einfach hier rein. So, jetzt haben wir schon mal fertig, also die Base mit dem Nikotin. So wie wir es vorher auch aus der Flasche gekriegt hätten. Vor der TBT2. Aber gut, ich sage dazu einfach nichts mehr. Als nächstes haben wir unser Aroma, das ist Capella Energy. Da ziehe ich jetzt 2,4 Milliliter raus und gebe diese auch noch dazu. Und dann ist die ganze Mischerei schon fertig. Das kann man sagen. Jetzt gebe ich die auch noch rein. Fertig. Und schon ist unser Liquid fertig. Jetzt muss man das Ganze nur noch schütteln. Und dann kann man es losdampfen. Außer man möchte es natürlich noch ziehen lassen. Kann man bei manchen Liquids machen. Ich finde es manchmal Humbug, außer bei einem. Jetzt hängt mein Handschuh in dem Ding hier drin. Außer bei einem Liquid, bei zum Beispiel Capella Apple Pie, da merkst du wirklich, wenn du es stehen lässt, dann wird es wirklich geiler. Ist aber auch das einzige Liquid, wo es wirklich so ist, also was ich bisher gedampft habe. Genau, jetzt noch die ganze Sache schütteln, weil wir haben ja hier drei Sachen drin. Ungefähr mal 30 Sekunden schütteln. Habe ich auch bei meinem ohne Nikotin gesagt. Also schütteln wir jetzt erstmal. Und fertig ist unser Liquid. Fertig geschüttelt. Natürlich kann man es jetzt auch noch beschriften. Den Schritt lasse ich jetzt mal raus. Das mache ich danach. Nach dem Video kann ich es auch noch beschriften. Das habe ich auch schon mal in dem ohne Nikotin-Video gemacht. Und ja, von mir gibt es außer weiter nichts zu sagen, außer dass ich guten Dampf wünsche. Viel Spaß beim selber machen. Macht immer sehr viel Arbeit, muss ich sagen. Aber gut, so ist es halt. Wer günstig arbeiten will, der muss natürlich auch Zeit in Anspruch nehmen. Aber gut, ne? So ist es halt. Ich nehme mal nochmal einen Zug von der E-Zigarette und ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schickt Links in der Beschreibung. Ich habe alles mal in der Beschreibung verlinkt, was ich hier so verlinken darf. Und dann sehen wir uns doch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ich wünsche guten Dampf, liebe Dampferfreunde.